Hallo, hier ist wieder euer WeHockeyP. Ich begrüße euch zum nächsten Part von Super Mario Star Road. Wir gehen wieder in die Fatal Flames Falls. Genau. Wir erklimmen den zentralen Aussichtspunkt als nächstes. Wo könnte der zentrale Aussichtspunkt sein? Ach, könnte damit gemeint sein. Sehen wir das von hier schon? Ja, von hier sehen wir noch gar nichts. Hier ist nur eine Wand. Okay. Auch gut. Wände sind auch immer schön. Ja. Wunderbar. Ach du Scheiße. Hi. Die Erde ist ja heiß, Herr Lustig. Ach Gott, das ist aber auch immer eine blöde Stelle hier. An der hapert's aber auch jedes Mal. Gut. Wo könnte ein zentraler Aussichtspunkt sein? Goombas! Wo ist der? Wo ist der scheiß Aussichtspunkt? Ich hau euch alle kaputt und dich sowieso. Gut. Genug Amok gelaufen. Eventuell haben wir von hier eine bessere Aussicht. So. Das da oben, das könnte doch eine schöne zentrale Aussichtsplattform sein. Oder da hinten. Ja, da oben auf dem Ding, auf dem Vulkan wäre ja auch eine Möglichkeit. Oder hier dieser Turm. Auf dem waren wir ja, glaube ich, bisher noch gar nicht, oder? Aber wie kommen wir da hin? Außenrum kommen wir wahrscheinlich nicht. Du haust lieber... Nein! Oh. Gottes Willen. Komm her. Was? Ich bin gesprungen. Ich habe die Taste gedrückt. Verschwinde. Komm, ich führe dich jetzt mal spazieren, du. Ja, du bleibst, wo du bist, oder? Du kommst mir jetzt nicht hinterher, oder kommst du mir hinterher? Wir machen das jetzt, das Spielchen jetzt so lange, bis du aufgibst. Das ist mir gerade egal. Komm. Das gibt's doch nicht. Mario, hau ihn nochmal weg. So. Verschwinde. Hau. So, das musste mal kurz sein. Gut. Jetzt haben wir nämlich in aller Ruhe die Möglichkeit, da mal zu gucken, wo wir lang müssen. Und ich glaube, ich weiß schon, wo wir lang müssen. Wenn wir doch... Heiß! Nur diesen Turm wollen. Hier drauf müssen wir nicht. Das ist jetzt gerade nur wegen der Münzen. Müssen wir ein bisschen Energie wieder kriegen. Och, Mann. So. Ein bisschen zumindest. Hier müssten wir nämlich bestimmt drauf. Ah, gucken wir mal. Die fahren doch bestimmt auch wieder rein. Boah, aber sofort! Oh, Kacke. Ah, scheiße! War eine gute Idee, aber die Ausführung war schlecht. Ja. Oh, Gott, damn it! Wie mache ich das denn am besten? Wow, so mache ich das, mit Skill. Und jetzt sind wir zumindest mal hier. Okay. Ich muss wahrscheinlich noch höher. Aber wie soll ich das denn machen? Hä? Ich glaube, das mit einem... Okay, wie geht das? Wie macht man denn sowas? Moment. Weil wenn ich... Dann komme ich ja nicht ran. Und das hier kann ich vergessen. Auch wenn ich ein bisschen... Ah, Mist. Oh! Ja, super. Oh, das ist doof. Moment. Hä, wie soll das denn funktionieren? Muss ich vielleicht auf die andere Seite? Ich mach mal ein Safe State und guck mal. Uah! Hier rutscht man ja sofort runter. Na, Mario. Eventuell von hier. Scheiße. Aber da rutschst du doch sofort ab. Das kann doch nicht sein. Wie soll denn das funktionieren? Vielleicht so. Ja! Boah, also Alter! Auf die muss man aber auch erstmal kommen. Und so klappt das dann. Okay. Das tut mir leid, dass das jetzt so lange gedauert hat, aber da muss man erstmal drauf kommen, dass man das so zu machen hat. Ha.
Und dann ist hier der Stern. Unglaublich, Skelux. Die Erde ist ja heiß, Herr Lustig. Heiß, heiß, heiß. Gut. Dann verlieren wir keine Zeit. Schnappen wir uns die nächste Mission. Burning Red Coins. Ich hab's befürchtet. Jetzt kommen natürlich die roten Münzen. Heiß. Damit wir hier auch gar nichts mehr zustande kriegen. Zumindest haben wir schon mal 7 Münzen. Das ist ja schon mal was. Leider bisher erst eine rote, aber hey. Wen interessiert das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Böser Part bis hierhin. Das fand ich jetzt echt böse mit dem Sprung. Gut, okay. Für diejenigen, die sowas natürlich andauernd spielen, für die ist das nicht das Thema, wahrscheinlich auf diese Idee zu kommen. Für mich war das jetzt mehr oder weniger Neuland, das mal so zu probieren. Im normalen Mario 64 wird man vor solche Probleme halt nun mal nicht gestellt. Aber ich habe eigentlich auch schon genug Hacks gespielt. Eigentlich müsste ich... Naja, egal. Auf jeden Fall muss man erfinderisch sein. So viel steht schon mal fest. Scheiße! Ah. Nein, komm! Nein! So ein Mist. So ein Mist, wie Wario sagen würde. Komm her, Fledermaus. So. Hallo, Goomba. Ich brauche ganz dringend Münzen. Es tut mir leid. Arschloch. Wie viele rote habe ich eigentlich bisher? Es sind 2 Stücke. Ich muss nämlich aufpassen. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehe. Das übersieht man hier bestimmt schnell, wegen der Lava und allem drum und dran. Ach ja, so. Und... prima. Gucken wir doch nämlich ganz schnell, dass wir hier die 100 Münzen irgendwie zusammenkriegen. Irgendwie bin ich doch bemüht, meinen 3-Sterne-Schnitt jetzt zu halten, irgendwie. Auch wenn es eigentlich mir gar nicht darum gehen sollte. Ach, aber irgendwie... So, hier weiß ich noch, dass hier eine rote Münze drin war. Ja. Gut. Und wir sind sogar wieder rausgekommen. Wunderbar. Und da vorne ist schon die Nummer 4. Läuft doch, Leute. Läuft doch. Ja. Unbedingt. Und da hinten ist sogar schon Nummer 5. Und ein Goomba, der gerade in die Lava... Nein, noch hat er es geschafft. Oh, er hat sich wieder gerettet. Jetzt ist er allerdings... Tja, das hat er davon. Er wollte mich töten. Hätte er das nicht versucht, dann würde er heute noch ein glückliches Leben leben, aber so... Tja, Pech gehabt. Leg dich niemals mit einem Klempner an. Erst recht nicht mit dem Klempner des Jahres. Ja. Diesen Titel hat er inne, unser lieber Mario. Klempner des Jahres. Eine schöne Auszeichnung. Wunderbar. 73 Münzen. Und darüber hinaus 5 rote. Das läuft doch ganz gut. Aber 3 Münzen fehlen nun mal noch. Und ich könnte mir vorstellen, dass in dieser Kiste eine ist, oder? Das. Ach Gott. Haha, langweilig. Das ist ja heiß. Die Erde ist ja heiß, Herr Lustig. Sag ich doch, Herr Nachbar. Heiß. Die Erde ist ja heiß. Die Erde ist ja heiß. Erde lustig. Die Erde ist ja heiß. Die Erde ist ja heiß. Die Erde ist ja heiß. Erde lustig. Die Erde ist ja heiß. Ja, waha! Yippie! Luigi! Luigi! Babies! Babies! Let's go! Let's go! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia!
Oh yeah, I got it! Lucky! No! Nein, jetzt hast du eine Schnauze! Jo. Zwei Münzen will ich noch finden, also zwei rote. Dann hätten wir sogar die 100, genau. Da hinten sind die Chakias. Wir laufen vielleicht mal hier rum. Erst einmal. Oh. Oder wir lassen das, weil wir hier nicht weiterkommen. Schade, schade. Ich hatte gedacht, wir kämen hier weiter so. Kuba! Ah. Ja, wir müssen wohl auf die Art und Weise weitermachen. Und erstmal einen kleinen Umweg gehen. Dass wir hinten zu den Chakias kommen. Ach ja. Chakias, ich bin schon auf dem Weg zu euch. Aber erstmal sammle ich den Stern für die 100 Münzen ein. Dass wir den schon mal haben. Prima. Ach ja. Wow. Da wäre Mario beinahe vor Scham im Boden versunken. Im Boden von dieser Plattform. Da ist da bestimmt auch noch eine rote Münze da unten drin. Und dann muss ich gucken, eventuell bei dem Schloss nochmal. Ob wir da noch eine finden. Vielleicht sind hier unten aber auch die fehlenden zwei drin. Das kann ja sein. Ich könnte mir vorstellen, dass hier noch was ist, zumindest. Hier ist nur der... Bulli, hau... Lässt du mich in Ruhe? Was soll denn das nur immer? Ah. Da ist eine rote Münze. So, und der eine verräterische Schatten ist weg. Das war nur die Fledermaus. Was befürchtet. Und du lässt mich auch mal in Ruhe hier. Darf doch wohl nicht wahr sein. So, Nummer 7. Ja, das war. Das war sensationell. Das war. Absolut sensationell. Auch diese Aktion gerade, wie sie. Ja. Geil. Hier ist aber keine drin, oder? Nee, hier ist, glaube ich, nur der Stern drin. Aber da hinten, da wo ich die Metallkappe einsetzen musste, wenn ich hier mit dem Dings da Bums da lang fahre, dann... Da kann sie nicht drin gewesen sein. Das würde mich zumindest sehr wundern. Weil das ja ein sehr missionsspezifischer Raum ist und kein allgemeiner, den man immer mal wieder betritt. Der ja auch relativ schwierig zu erreichen ist, wenn man hier zum Beispiel den Panzer versauen sollte. Deswegen würde es mich sehr wundern, wenn da die letzte rote Münze drin ist. Ah. Ja, ja, hier ist nichts drin. Das hätte mich, wie gesagt, auch gewundert. Dann gehen wir einfach nochmal in den Warp. Okay. Oha. So. Ich glaube. Wir sind zumindest wieder hier. Wir sind zumindest wieder hier. Wir können von neuem unsere Suche beginnen. Nach der letzten roten Münze, die ich bestimmt schon irgendwo gesehen habe und übersehen habe. Und ich würde mal sagen, Leute, das machen wir dann im nächsten Part. Da gucken wir mal. Weil die Suche könnte eventuell noch ein bisschen dauern. Bevor, wenn ich hier weiter rumlaufe, finde ich sie noch. Sie ist kaum. Dann sage ich, oh, Leute, die Suche, die wird noch dauern. Und dann laufe ich wahrscheinlich direkt rein. Das wäre so Weehawk LP typisch. Da oben ist sie. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Okay, Leute. Aber wir sammeln sie im nächsten Part von
Super Mario Star Road. Bis zum nächsten Mal, euer Weehawk LP.